Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich zeige heute nochmal ein Layout in meinem Winter-Notebook. Das ist jetzt auch das letzte. Vor ein paar Tagen habe ich die erste Seite und die letzte Seite fertiggestellt und ja, jetzt reicht's auch. Hier habe ich nochmal Snow and Cocoa natürlich verwendet und habe mir schon ein paar Sachen bereitgelegt. Das Hintergrundpapier ist von dem 6x6 Bogen. Dann habe ich mir noch rausgesucht die zwei Rechtecke dort mit dem Wonderful Winter und dem Burr. Die habe ich aus einem Blatt von dem 6x6 Paperpad ausgeschnitten. Und ja, versucht die da aufs Papier zu bringen. Und auch die Schnipsel oben sind wahrscheinlich von diesem Streifen, der an dem Papier oben dran ist. Dann habe ich noch dieses Acetate-Piece, also dieses klare Folienteil. Und versuche jetzt auch noch ein paar Puffy-Sticker unterzubringen. Ich habe es ja schon oft gesagt, wir hatten keinen Schnee und also es hat geschneit, aber es ist einfach nie irgendwas mal liegen geblieben. Deswegen versuche ich diese Kollektion so gut es geht zu benutzen, ohne dass ich eben Schnee auf meinen Fotos habe. Und es funktioniert ja trotzdem ganz gut. Ich benutze wieder diesen günstigen Fotokleber. Bis jetzt ist mir noch nichts von der Seite gefallen und der ist absolut ausreichend, um so kleinere Sachen aufzukleben. Ja, ich habe nicht so gerne Flüssigkleber, weil ich mag das nicht, wenn das Papier so sich wellt. Deswegen bin ich ganz zufrieden mit diesem Fotokleber. Und die sind ja in der handlichen Größe und die kann man auf den meisten Sachen ganz problemlos aufbringen. Und ganz oft, also ich habe es oft, ich kann überhaupt gar nicht gerade kleben. Und die kann man auch nach einer kurzen Zeit immer nochmal abziehen und die zerreißen nicht das Papier. Die ziehen aber nach ein paar Minuten ziehen die schon an und dann zerreißen die eben auch das Papier. Um jetzt dieses Folienteil aufzukleben, benutze ich Glossy Accents. Das bringe ich so hinter den Buchstaben an, dass man das nicht so durchsieht, weil da werde ich jetzt nichts mehr drüber kleben. Und versuche nochmal ein paar Puffy-Sticker unterzubringen. Ja, dieser Eisbär, der versucht es fast auf jedes Layout drauf zu kommen. Den finde ich einfach so putzig, aber ja. Ich gucke nochmal durch diese 6x6 Papiere, die ich habe. Und ja, so ein Baum geht immer, finde ich. Da schneide ich einen aus und benutze den so als, ja, so kleinen Ankerpunkt für dieses Burr oder Burr, was ich da am Foto schon kleben habe. Ja, da oben in das weiße Fleckchen, was da übrig geblieben ist, da schreibe ich kurz was zu dem Foto und dann bin ich auch schon fertig. Auf den Fotos seht ihr jetzt auch noch die zweite Seite, die ich irgendwie nicht mitgefilmt habe. Warum, weiß ich nicht. Die gefällt mir irgendwie nicht so richtig, aber auch mit diesem gedudelten Rand. Aber ja, das ist jetzt da drin und fertig. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und beim nächsten Mal zeige ich euch dann das komplette Notebook. Bis dahin, tschüss!